Hey, herzlich willkommen zu diesem neuen 5-Minuten-Update. Ja, ich war im Urlaub, wie ihr gesehen habt, auf Instagram wahrscheinlich. Und ich habe so ein bisschen Farbe bekommen. Ja, ich weiß nicht, wer meine Stories geguckt hat, aber ich hoffe, die waren für dich interessant. Wir waren ungefähr 12 Tage mit so einem VW-Bus, mit so einem Bulli unterwegs, quer durch Frankreich und wieder zurück. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe nämlich Neuigkeiten für euch und ja, alles Weitere erfährst du in diesem Video. Bis gleich. Fangen wir mit dem besten der besten Sachen einfach mal an. Und zwar richtig. Es gibt immer zum 5-Minuten-Update, also die News zu diesem Kanal, immer eine Mr. Handwerk-Tasse. Und der letzte Gewinner hat sogar einen Post gemacht auf Instagram und ich glaube auch auf Facebook. Herzlichen Dank dafür. Freut mich sehr, dass du dich gefreut darüber hast. Und jetzt lösen wir den neuen Gewinner auf. Den blende ich jetzt mal hier ein. Du schreibst mir einfach eine E-Mail mit deiner Adresse, mit deiner Lieferanschrift und dann bekommst du auch so eine Tasse plus Autogrammkarte und plus 2 Bleistifte. Einmal Mrs. Handwerk Bleistift und einmal Mr. Handwerk Bleistift. Und wenn du sowas auch gewinnen möchtest, dann musst du hier einen Kommentar setzen, Hashtag Tasse, kannst du so oft machen, wie du willst und mir sagen, warum du die Tasse haben möchtest oder wie du auf mich gekommen bist, auf diesen Kanal gestoßen bist, was du hier magst, was du nicht magst. Lass einfach einen Kommentar da. Ein bisschen Glück, bist du nächsten Monat mit dabei und gewinnst diese Tasse. So, ich hatte im letzten 5-Minuten-Update, verlinke ich dir hier oben, ging es um das Thema Werkstatt. Und dieses Video wird eigentlich jetzt recht kurz gehalten. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar coole Produkte. Ich war letztens bei Duplicolor. Und ja, Druckluftspray. Braucht jeder Kameramann, jeder, der irgendwie Videos dreht oder fürs Handy oder für die Tastatur. Ja, ich habe so coole Produkte, die möchte ich euch nachher mal ganz kurz zeigen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ich habe mir eine Werkstatt angeschaut. Ach ja, und Autogrammkarten und Sticker. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erwähnt hatte. Die gibt es natürlich auch von mir, signiert mit Steffi und mit Sebastian oder Mr. Handwerk. Also, Video pausieren und ganz schnell kommentieren. Ja, im letzten Update habe ich euch gesagt, dass ich auf der Suche bin nach einer neuen Werkstatt, dass ich umgezogen bin und so weiter und so fort. Und es kamen auch einige Nachrichten rein und auch 1-2 Objekte wurden mir gesendet, die ich bereits schon kannte. Und da habe ich mir gesagt, hey, ja, doof. Ihr könnt mir irgendwie auch nicht weiterhelfen. Versuche ich mal ein Objekt oder zwei mir mal anzuschauen. Vielleicht geht das ja doch irgendwie oder passt. Einmal war eine alte Druckerei mit dabei. Die ist jetzt, oder die wird jetzt irgendwie Ende des Jahres aufgelöst. Da ist mir die Miete zu teuer gewesen. 250 Quadratmeter ungefähr. Preis möchte ich jetzt nicht sagen. War mir auf jeden Fall ein bisschen zu hoch. Und deswegen habe ich das Ganze nicht genommen. Dann habe ich mir ein Objekt angeschaut und das möchte ich euch jetzt mal gleich zeigen. Alles frisch renoviert. Das wäre jetzt so die Werkstatt. So. Das Schöne ist, also hier sind nochmal links und rechts. Zwei kleine Nebenräume, da kann man so Lager machen oder sowas. Das gleiche ist hier nochmal. Dann hat man Beleuchtung, müsste ich auch nicht drum kommen. Ja, und das ist ein Objekt, eigentlich total geil. Natürlich, es gibt da mehrere Nachteile. Einmal, es ist keine Heizung vorhanden. Was kann man da machen? Okay, Gas wird wahrscheinlich uns eh abgestellt. Heizlüfter kann man hinstellen. Ja, gut, man kann die Räume abtrennen. Dann große Fenster, man kann das Ganze auch absichern, ja. Nur, es ist ungefähr eine halbe Stunde von Leipzig entfernt.
Und ich fahre jetzt auch hier von dieser, also von Leipzig hierher, fahre ich auch 3 Stunden knapp oder 2,5 Stunden. Und früher von meinem alten Zuhause hierher habe ich auch ungefähr 20 Minuten gebraucht. Jetzt mag es vielleicht ein bisschen, ja, jammern auf hohem Niveau sein, aber das ist noch so ein bisschen, was mich so stört, eine halbe Stunde entfernt. Das heißt, mal eben, wenn du zur Werkstatt fahren willst, ist locker eine Stunde weg. Der Preis ist eigentlich recht akzeptabel, war ich sehr überrascht. Die Halle hat ungefähr 280 Quadratmeter, ich habe ja den großen Raum gesehen vorne, hinten nochmal 2 Seitenräume. Die werde ich dann für Steffi herrichten, sprich ein Atelier und ein Ausstellungsraum, wo sie ihre Möbel präsentieren kann, wo sie die fotografieren kann, so eine kleine Deko-Ecke machen kann mit verschiedenen Tapeten und so weiter und so fort. Und der große Raum ist dann quasi für mich. Hinten kommt die eine große Werkstattwand ran und darüber würde ich dann noch Videos machen alles und euch ganz stark mit einbeziehen. Deswegen freue ich mich, ja, ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden, aber ich freue mich eigentlich euch oder dass ihr mich dabei begleiten könnt oder uns, Steffi und mich. Aber ich bin mir noch unsicher. Also, Entfernung, kein Heizkörper und das dritte ist wegen Einbruch. Und ja, und dann die Miete. Wir sind so, ich kann es ja ruhig sagen, so ein Tausender ist das ungefähr im Monat. So, das sind die 3, 4 Sachen, die mich so ein bisschen stören und vielleicht kannst du mich so ein bisschen ermutigen, das zu machen. Ich bin halt ein Mensch, der, ja, wenn der sowas macht, ich überlege halt immer ganz. Ich überlege nicht 2-mal oder 3-mal, ich überlege 4 oder 5-mal. Steffi überlegt 7- und 8-mal. Die ist ja noch ein bisschen krasser als ich. Aber ja, vielleicht kannst du sagen, hey, mach das, du wirst nichts Besseres finden. Wir begleiten dich dabei, wir unterstützen dich, wir helfen dir dabei. Dann lass mal einen Kommentar da. So, das war die Werkstatt. Wie gesagt, steht noch nicht ganz fest. Wenn, dann werde ich euch das natürlich gleich wissen lassen. Wie gesagt, auf Instagram folgen oder auf Facebook, je nachdem. Links findest du auch unten in der Videobeschreibung. Genau. Halten wir es ganz kurz. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar coole Produkte. Also der Druckluftspray habt ihr schon gesehen. Werde ich euch unten verlinken. Fand ich total cool. Habe ich mal irgendwo am Set gesehen und ich dachte, was ist das denn? Brauche ich auch. Gut. Presto hat unter anderem auch Insektenschutzlöser, ganz, ganz viele Auto- Zubehörteile, Produkte, Felgenreiniger, Cut-Reiniger, Dieselpartikelfilterreiniger, ganz viele Schmiersachen, also unendlich viele Produkte. Lederpflege muss ich bald wieder machen. Reifen, Pannenspray kommt jetzt bei Steffi ins Auto rein. Hatte ja euch mal vor einem halben Jahr erzählt, dass ich voll den Platten hatte bei 180 oder bei 200. Ja, und dieses geile Produkt, das hat mir der Sebastian gezeigt, wo wir dort waren, zu Besuch im Unternehmen. Und das möchte ich euch mal zeigen. Und ich war richtig baff, wo ich das gesehen habe. Also, das ist ein unsichtbarer Handschuh quasi. Eigentlich genau das Richtige für uns. Für die Heimwerker oder Handwerker, Autoschrauber. Genau. Also, ihr reimt eure Finger damit richtig schön ein. Und jetzt habt ihr quasi einen unsichtbaren Handschuh an. Steht da drauf. Und jetzt bin ich mal total verrückt. Nehmen wir die Sprühdose. Das hat er nämlich auch gemacht. Ich sprühe meine Hand ein. Ich hoffe, ihr müsst euch halt einfach richtig gut eincremen, ne? Also zwischen Händen und so. Und das zieht auch ein, also ich nehme jetzt ein bisschen viel, vielleicht unfair, aber es zieht auch ein und ihr merkt das auch gar nicht. Und dann hat er einfach mit der Sprühdose aus der Hand gesprüht. Und ich so, wow. Er so, ja, pass auf, geht weg, warte. Es ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel, ne? So, aber es geht wirklich weg. Ist das nicht geil? Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Und es ist auch hier jetzt unbezahlte Werbung und so. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil ich glaube, für Kfz-Mechaniker ist das total interessant. Weil es gibt ja nichts Besseres, als mit Händen zu arbeiten ohne Handschuhe. Das Material, die Werkzeuge einfach mal zu fühlen. Und das hast du oder kannst du mit diesen Handschuhen. Ne? Genau. Ich würde sagen, einen verlose ich mal. Ich habe 2 davon. Also wenn du den haben willst, Hashtag unsichtbarer Handschuh. Und ja, sag mir mal, an was du rumwerkelst. Das würde mich mehr interessieren. Genau, und zum nächsten 5-Minuten-Update wird das Ganze dann aufgelöst. Ja, wie du gesehen hast, gab es nicht wirklich viel zu berichten im 5-Minuten-Update. Aber ja,
eigentlich eine ganz, ganz große Sache, ne, die mir irgendwie unter den Nägeln brennt. Mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Natürlich kann ich auch den Eigentümer nicht so lange hinhalten. Und ich muss mich eigentlich jetzt so dieses Wochenende entscheiden. So, und jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, auf deine Meinung. Teile mir sie mit. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video am Freitag um 19 Uhr. Da bauen wir eine Heizungsverkleidung auf, wenn alles jetzt nach Plan läuft die Tage. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Sebastian und ja, Steffi. Ciao.